Da sind wir wieder zurück nach dem Tag Pause bei Shining Force und wie versprochen wird Max jetzt die Riesenfledermaus angreifen. Allerdings steht er da doch etwas gefährlich nahe bei den schwarzen Rittern, weshalb wir ihn erstmal auf die andere Seite stellen. Und von dort aus wird er sie dann angreifen und hoffentlich töten. Oh, irgendwie habe ich das befürchtet. So, Gord ist dran. Gord hat leider relativ wenig Lebensenergie. Ich lasse ihn mal ein Item benutzen. Oh nein, er hat kein Heilungs-Item. Na gut. Er hält es, glaube ich, oder? Ja, doch, er hält es aus. Sogar Level 3. Yay. Und vielleicht trifft unser Bogenschütze ja mal wieder. Gucken wir mal. Yay. Hans tötet die große Fledermaus. Oh, sehr schön. Mei ist dran. Und... warten. Oh, 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 nein. So, drückt bitte die Daumen, dass Gord das aushält. Aha. Okay, ich fürchte, ich hätte Gord da vielleicht doch nicht stehen lassen sollen. Jetzt ist er nämlich leider hinfort. Oh, nein, 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 nein. Und Tau ist auch hinfort. Schade. Aber das ist nicht so schlimm, sie hatte eh keine MP mehr. War also relativ nutzlos für uns. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir den guten Luke heilen. Oh nein. Aber wir haben vielleicht ein Item. Ja. So, Luke ist wieder einsatzbereit. Und kann dann sich hoffentlich nach vorne ins Kampfgetümmel stürzen. Und wieder wird Ken angegriffen. Die ziehen aber auch verdammt viel ab. Also, das ist echt nicht ohne. Ich wage mich mal mit dem Max nach vorne. Wow. Max hat 8 Punkte abgezogen. Nicht schlecht. Mal sehen. Kennen den platt? Ich fürchte ja nicht, aber... ja, schade. Aber Luke ist dran, das gefällt mir. Mal gucken. Der hat nur noch 7. Wie viel zieht Luke ab? 6. Schade. Und unser Heiler... ach, nee, hat keine MP mehr. Aber ein Item. Ich muss auf jeden Fall dran denken, die Items oft zu füllen. Vor dem nächsten Kampf. So. So, komm. Einen schaffst du doch wohl. Einen Punkt. Los, Hans. Yay! Sehr schön. Der gute Hans ist diesmal wirklich recht nützlich. Hm? So, greifen wir den nochmal an. Eigentlich wäre hier Focus Damage, glaube ich, ganz gut. Das heißt, ich sollte mich auf einen Gegner konzentrieren. Das funktioniert gerade nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Aber das macht nichts. Das schaffen wir trotzdem. Ken wurde geheilt. Das überlebte also ohne Probleme. Und leider muss ich mich mit Max wieder zurückziehen. Obwohl der so schön viel abzieht. Und einmal die Medical Herb benutzen.
So. May wird angegriffen. Ah ja, 6 Punkte. Tja. Mit denen ist echt nicht zu spaßen. Das ist schon bitter. So. Wir könnten... töten mal den damit. Gucken mal, ob vielleicht der gute Gong es schafft, den 2 abzug... Nein! Och nein, och Ken. Oh. Ken hat es leider nicht geschafft. Ken ist jetzt Level 4 immerhin. Ja, aber Gong hat es geschafft. Yay, sehr gut. Und Luke wird jetzt den... hier mal den Frischen angreifen. Und... ja... könnte mal probieren. Nee, obwohl... nein, das könnte er nicht probieren. Er stellt sich hier zu Max. Da können die sich beschäftigen zusammen. So, und May tötet den hier jetzt, wenn sie nicht daneben schlägt. Sehr schön. Und der gute Hans könnte sich nochmal als nützlich erweisen. Bitte. 3 Punkte. Oh, 6. Meine Güte. Der Hans möchte das anscheinend wieder gut machen, dass er beim letzten Mal ein wenig versagt hatte. Luke überlebt das. Luke ist ein bisschen besser gepanzert als Gord sogar. Wobei Gord sich später besser entwickelt und auch mehr abzieht. So, wir haben gewonnen. Juhu! Excellent. Kane wird sich besser anstrengen müssen als das hier, um uns zu stoppen. Weiter nach Alteron. So, dann gehen wir mal. Bevor wir nach Alteron gehen, ich hatte hier unten was gesehen. Ach so, nee, da ist nichts. Das sind einfach nur so Inseln. Okay. Alteron ist dieses nette Städtchen hier, wo wir schon mal drin waren, wo sie uns nicht reingelassen haben. Und da gibt es wieder einen Story-Part natürlich. Und den sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen.